Servus, grüß euch zusammen, der Thomas wieder hier von eurem Bayer-Team. Und heute bin ich hier mit unserem zweiten Vereinsvorstand, dem Ferdinand Maurer. Hallo Thomas. Grüß dich Ferdi. Du hast jetzt seit 1,5 Jahren diesen Posten inne, bist aber davor auch schon wirklich lang bei unserem Verein tätig gewesen. Du hast schon bei vielen Stücken sehr erfolgreich Regie geführt und auch ebenso erfolgreich Hauptrollen gespielt, und zwar einige. Vielleicht kennt man dich auch aus der Theaterhalle, ich meine... Vielleicht. Genau, aber du bist jetzt eben als Vorstand tätig. Was hat sich denn seitdem geändert hier an deiner Vereinsarbeit? Ja, hauptsächlich eigentlich administrative Sachen. Also ja, Planung, Zahlen, Vereinsfinanzen. Ja, die spannenden Themen. Korrekt. Ja, und im Speziellen beim Weiher sind wir ja auch schon jetzt seit September letzten Jahres schon an der Planung dran. Ja, genau, gutes Stichwort. Du bist nämlich beim Weiher ganz im Speziellen bei weitem nicht nur als zweiter Vorstand irgendwie allgemein tätig, sondern du hast die ganze Konzeptarbeit inne, die ganze künstlerische Leitung und vor allem auch die aktive Regiearbeit. Du bist der Regisseur der diesjährigen Weiher-Spiele. Wie läuft es denn da aktuell? So. Sehr gut. Also Proben laufen auf Hochtouren, die Stimmung unter den Schauspielern ist gut, wir lachen viel während den Proben, das ist immer ein gutes Zeichen. Und ja, das Stück nimmt immer mehr Gestalt an und wir können es eigentlich, um ehrlich zu sein, kaum erwarten, dass wir das Stück auch dann auf den Sehbühnen am Weiher spielen. Ja, beim Stück war auch ein bisschen Konzeptarbeit nötig. Da ist ein bisschen was geändert worden, ganz bewusst im Vergleich zum Original. Wir spielen die Theaterfassung, die erfolgreichste, die es gibt, von Kurt Wilhelm. Und wir mussten die natürlich ein bisschen anpassen an die Gegebenheiten und an unsere Bühnen, Sehbühnen am Weiher unten. Wir haben ein paar musikalische Elemente eingebaut und haben dadurch eine wunderbare individuelle Fassung des Brandner Kaspers, die es so noch nicht gegeben hat. Ich habe jetzt hier auch mal schnell unser Plakat vom diesjährigen Weiher. Da bist du ja auch ganz zentral hier drauf vertreten. Der rechte, ja. Ja, unschwer zu erkennen. Und zwar auch in einer ganz prominenten Rolle. Und das ist die Rolle, die du auch dieses Jahr bei den Weiher-Spielen dann spielen wirst, der Borndelkramer natürlich, neben deiner Arbeit als Regisseur und als künstlerischer Leiter. Wie ist es denn da eigentlich auch noch eine Hauptrolle zu übernehmen? Ja, ist natürlich noch ein bisschen mehr Arbeit als nur die alleinige Regiearbeit, aber es lässt sich gut vereinbaren. Und ich habe ja auch eine Regieassistenz, die Christa Hermanns-Gabner, die unterstützt ja wirklich tatkräftig auch bei der Regiearbeit und während den Proben, und das geht wirklich gut zusammen. Dann sind wir doch wirklich gespannt, was rauskommt. Ich meine, lange hin ist es nicht mehr. Für euch haben wir aber trotzdem noch einige Videos. Als nächstes werden wir zu Christa, die du eben gerade schon erwähnt hast, schauen. Die Christa macht nämlich neben ihrer Arbeit als Regieassistenz auch noch ganz viel mit den Kostümen. Die stellt die Kostüme zusammen und genau im Kostümlager des Theatervereins, wo sich auch so einige Schätze aus den letzten Jahren und Jahrzehnten befinden, schauen wir das nächste Mal rein. Also schaltet wieder ein. Abonniert unseren YouTube-Channel, liked unsere Facebook-Seite. Bis zum nächsten Mal. Danke, Ferdi, dass du heute da warst.